Yo! Willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Rob, Chris, Rob und Falco. Heute gibt es sauer, salzig oder scharf. Ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Aber nur bitte nicht scharf. Ich habe normalerweise richtig Glück in diesem Spiel. Du darfst sowas nicht sagen, du weißt doch. Ich weiß, aber ich fordere das Universum heraus. Ja, manchmal ist echt so das Schicksal einfach unberechenbar. Ja. Okay. Dementsprechend, Schicksal, du bist heute auf meiner Seite. Salzig? Ja, es ist auf meiner Seite. Scharf. Nicht auf deiner Tour. Obwohl, er kann sein, dass Filippo was Leckeres bringt, oder? Bitte. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte, Alter. Jalapeno. Ich habe diese Shots-Dings, ich kenne sie. Die sind toll, aber so geil. Boah, ist das scharf, Digga, obwohl es eingelegt ist. Wow, ist das intensiv. Aber das macht glücklich, habe ich gehört. Also scharf macht glücklich. Bei sauer weiß ich nicht. Der Schafskäse ist super lecker, oder? Also ich finde auch deine. Ah, die sind aber schon gut scharf. Ist das so? Mhm. Schärfer als die, die du vom Kino kennst, ne? Die du auf die Nachos drauflegst. Schon doll scharf. Die mal null. Was? Zu scharf, Alter. Ich finde die lecker. Komm, ich bin ein Weicher. Ja, ich mag normalerweise scharf. Weißt du, was los ist? Machen einfach direkt weiter, bevor es peinlich wird. Uiuiui. Scharf! Ja, sag lieber nicht, was du hast. Sei gnädig. Du hättest es nicht sagen. Aber ja doch, es hat eine Nachschärfe. Die bleibt länger. Ist schon gut, ja, oder? Doch. Salzig? Ja. Oh, Ayran, Leute, beste Leben. Iran. Und was scharf? Ah, Wasabi. Ja, ich mag Wasabi. Es geht nichts über einen Ayran nach dem Döner. Ich esse zwar keinen Döner mehr, aber wenn ich mal so einen Falafeldürren kaufe, immer einen Ayran. Ich glaube, Rhabarber, Freunde. Das ist so sauer, ne? Ja, aber als Kind habe ich das geliebt, wenn man es irgendwie so draußen irgendwo sah. Und habe ich es einfach abgemacht und so auf dem Weg gegessen, ja. Also als Getränk mag ich schon, aber so ein Roh muss ich sein. Ich finde sogar überraschend lecker in Roh. Boah, Junge, Falco, soll ich dir helfen? Versuch das. Das ist gepanzert. Ui. Ja, siehst du? Siehst du? Hast es halt komplett kaputt gemacht. Dann können Sie so machen. Russische Art. Das wurde falsch gebaut. Auch euch. Lecker. Ich liebe Wasabi. Ich feiere das, dass du scharf nicht magst. Das ist sauer, aber es macht irgendwie süchtig. Es ist so fruchtig sauer. Ja, es ist so, eigentlich ist es genug, aber du willst immer wieder mal abbeißen. Das fühlt sich zumindest gesund sauer, nicht wie diese Center Shocks oder sowas. Ich bin mir ziemlich sicher. Ah, das ist Passionfrucht. Boah, das fühlt sich so nice an, die aufzusteuern. Das sieht so heftig aus, oder? Oh, das sieht echt gut aus. Das ist so eine größere Maracuja. Ja, normal sind die so oder so. Ist die sauer oder süß? Die ist gar nicht sauer. Nein? Die ist voll süß. Und ich habe schwarze Oliven. Oliven sind Leben. Oliven sind wirklich einfach geil. Einer der leckersten Dinge auf der Welt. Ich habe selten Menschen so verzweifelt gucken sehen wie Rob gerade, als er gesagt hat, Oliven sind Leben. Ich krieg das mit Abstand schärfste einfach schon aus allen drei Runden. Aber als Russe ist das eigentlich Kultur. Ja, ist es. Kultur. Aber es gehört auch auf ein Brot und nicht so auf einen Löffel. Oder auf Sauer. Kennst du Sauer? Ja. Sauer, Leute, ist einfach pures Fett. Russen essen gerne einfach so dieses weiße Schweinefett und machen einfach in Senf rein. Beste Leben. Ja, also ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Ich bin auch selbst zufrieden mit meinen Oliven. Okay. Lass uns mal raten, wer was bekommt. Wir können weitermachen. So wird das sein. Okay, Philipp hat entschieden, dass ich salzig bekommen werde. Falco sauer und Rob scharf. Jetzt werden wir rausfinden, ob das stimmt. Sauer! Krass, das wäre heftig, wenn es jetzt klappt. Das wäre salzig. Ah, schade. Okay, ich hätte sie. Du hast nicht schlecht. Salzige Butter. Die ist lecker auf jeden Fall, aber was soll ich mit der jetzt machen? Also das ist auch mit Abstand die geilste salzige die Butter, lecker. Die es gibt. Bin gespannt, ob sie wirklich scharf sind. Guck mal, die sehen so ein bisschen anders aus, so dunkel irgendwie. Chips mit Butter könnte schlimmer sein. Es ist angenehm scharf. Meine hier sind auch nicht so richtig sauer, so lecker. Das ist aber wieder nicht zum Schlucken, gell, Falco? Also das habe ich auch noch nie gemacht, aber irgendwie klappt das ganz gut sogar. Sauer! Scharf, dann hast du salzig. Oh nein, Alter. Ich bekomme so eingelegtes, scharfes Zeug die ganze Zeit. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Du kennst Kaffeebrause nicht? Sogar ich kenne das. Ja, es ist ein sehr deutsches Produkt, das stimmt. Ja, ah, okay. Das gibt es auch als Getränk und als Kaugummi oder so. Ey, Pistazien, ne? So, geil, so geil. Ja. Ich habe gestern einen TikTok gesehen, wo ich erfahren habe, wie man Pistazien öffnet. Ich mach's mit den Zähnen. Also, ich pack's rein. Wenn man sie nicht aufkriegt, kann man es mit den Zähnen machen. Manchmal sind die komplett zu. Ne? Ansonsten würdest du ja so aufmachen. Ne? Ja, okay. Aber im TikTok, ich habe selber noch nicht drückt probiert. Man? Drückt man. Das ist genial, das ist wie und leicht, jetzt Alter. Hast du quasi die Pistazie. Krass. Krass, ja. Oder? Ey, ich glaube, ich brauche dafür Wasser. Ich muss das in Wasser reinpacken. Nee, einfach auf die Zunge drauf. In Clubs in Deutschland kann man das auch mit einem Shot zusammenholen. Ja, stimmt. Dann kriegst du das auf die Zunge und trinkst einen Wodka-Shot, dann schmeckt der Shot danach.
Aber ich liebe die. Ich feiere die. Die sind echt doll. So einen davon auf sein Essen drauf machen, als so zwischendrin Snack. Voll geil. Ich habe sogar Gänsehaut bekommen gerade. So eine leichte Wärme durch den Körper. Empfehlenswert, Leute. Hey, ich feiere dieses Ding hier. Als Kind habe ich das geliebt. Bis dann irgendwelche Kinder anfingen, sich das durch die Nase zu ziehen. Und das fand ich ein bisschen zu wild. Da war das auch mal. Die Leute haben von Nasenbluten bekommen. Ich frage mich, was mit den Leuten passiert ist. Wenn man so ein S sieht und nicht weiß, ob salzig oder scharf. Ja, alles ist mit S, scharf. Ach ja, das stimmt. Das alles mit S. Stimmt. Ich kenne Mamba, hab ich als Kind richtig gefeiert, aber in sauer. Ich habe mir diese Gewürzgurken letzte Woche noch bei Kaufland gekauft. Sind die nice? Die sind so geil. Immer mit diesen Gurken, ich verstehe es nicht. Eingelegte Gurken. Falco, eingelegte Gurken ist einfach Leben. Es ist genauso wie deine Marmelade, nein, ich verstehe. Ja. Falco bekommt manchmal so eine ganze Kiste voller Marmelade. Falco hat 40 verschiedene Marmeladen so. Ja. Und das hat für eine Woche gereicht einfach. Lecker, gar nicht scharf irgendwie. Soll mit Chili sein eigentlich? Ich schmecke den Chili auch gar nicht raus. Ne? Es hat auch so eine ganz, ganz leichte, scharfe Note, ganz leicht. Angenehm. Entspannt? Ja, ganz entspannt. Dann war das Universum heute eigentlich bis jetzt gnädig für dich, oder? Sag ich doch, habe ich gesagt. Ich habe nur diese Schärfe von der Chili, krass. Zu Gurken muss man nicht sagen, ich finde das Wasser ein bisschen trüb. Ich verstehe nicht, dass es richtig sehr Gurken sucht. Sind. Es ist so krass, jede Kultur hat was anderes, halt, was der andere nicht versteht. Ich Marmelade, ich mag Gurken. Ah, wenn man das kombiniert, Gurke mit Marmelade. Boah. Vielleicht was für dich. Ja. Salzig. Sauer. Ich hatte noch Messer hier. Das ist übelst die Sauerei. Ich muss anders. Also ich habe diesen Käse hier. Je gelber, umso besser, oder? Normal. Echt? Ist das nicht so? Yummy. Ist lecker. Es gibt bessere Käsesorten, die ich mehr feiere, aber kräftig und herzhaft, das kann man schon machen. Schön mit Wein. Ich liebe die Ingwer-Schärfe. Erfrischend. Ich würde das mit dem Käse kombinieren. Das ist eine neue Sushi-Art einfach. Geil, Alter. Doch, doch. Hä? Hey, das funktioniert? Ach, den Saft trinken. Ah, du trinkst es so aus. Ah, egal. Boah, das kommt schon gut. Oh, mit Strohhalm. Okay. Ganz fancy. Das ersetzt jemand, der mordet. Voll geil. Aber ist gesund, ne? Mm. Ist sehr gesund. Mit meinen scharfen Dingen hatte ich bis jetzt echt Glück. Ich hab sauer. Oh. Uiuiui, Tabasco Getränk. Ey, würde mich sofort ansprechen. Ich hab das noch nie in meinem Leben gesehen. Warte mal, tauschen? Von mir aus? Okay, komm. Ich hab's auch noch nie gesehen, aber es spricht mich so krass an. Kannst du mit Schale essen? Also, die sind doch. Das mit Schale essen, ja. Bruder, ich hab's schon mal gemacht. Weißt du, wie sehr das gebrannt hat danach? Sag mir doch nicht sowas. Du willst mich töten, oder? Sind Haare. Also, die Sache ist, das kannst du machen, wenn du im freien Afrika eine Kiwi pflückst. Aber so eine mit Pestiziden Europa eingelieferte Kiwi. Allgemein diese Härchen, das ist krass. Also, ich weiß nicht, die Sache ist. Ja, natürlich wäscht man die, aber ich habe immer das Gefühl, bei so Schalen, dass danach auch mein Rachen juckt. Theoretisch kann man alles an Schalen essen, ob es schmeckt, ist halt ein anderes. Voll. Hier steht, sofern es sich um unbehandelte Kiwis handelt, sie die Früchte gut abspülen, können sie die Schale bedenkenlos mitessen. Das empfiehlt sich sogar, da die Schale der Kiwi zusätzlich Ballaststoffe liefert und sich viele Vitamine und Nährstoffe direkt darunter befinden. Das ist mir zu riesig. Da sind wir schon mal raus, gell? Ja. Unbehandelt ist es safe nicht. Lecker, super. Danke, Krukka. Die sind auch geil, die kann man auch oft im türkischen Supermarkt kaufen. Die gibt's auch in Schalen. Aber was ist das? Das ist Tabasco und Tomatensaft. Also eigentlich klingt das voll nach was Geiles. Kann man eigentlich nicht falsch machen. Also. Das sind zwei geile Sachen. Lecker, lecker. Bin gespannt, ob das sehr scharf ist oder einfach nur so eher Tomatensaft mit ein bisschen spicy Note. Wahrscheinlich nicht so krass scharf, oder? Auf Mallorca, ne? Gut scharf? Nö. Gut scharf ist es nicht, aber es ist lecker. Also es ist leicht scharf auf jeden Fall, aber ich liebe ja Tomatensaft, ich liebe Tabasco. Ich auch. Deswegen, für mich ist das purer Genuss. Stopp, letzte Runde, Freunde. Oh, Feierabend. Also Philipp denkt, dass wir so ausgehen. Scharf, ja, salzig. Philipp und hat sauer. Richtig geraten. Sauer! Nein! Komplett richtig! Oh, bravo! Okay, also bei mir ist der Klassiker, Salz und Brezis. Wer auch immer das trinkt, ne? Ich find's geil. Nein, böse. Amis trinken das voll viel, ne? Was hast du gesagt, was du hast? Rhabarbero. Rhabarbero? Rhabarbero. Auf dem Zettel steht Rhabarbero. Das heißt, glaube ich, Physalis. Physalis heißt das. Ja, das schmeckt 1:1 wie Big Red. So widerlich. Mm. Aber ist geil. Mm-mm. Ja, ich hab zu meinem nicht viel zu sagen. Klassiker. Mega geil. Auch geil. Saftig. Mmh. Also, ich muss sagen, mein Magen ist auf jeden Fall stark gereizt. War eine wilde Kombo. Freunde, wenn es euch gefallen hat, zeig es gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut bei den Jungs vorbei. Checkt die Videos aus, die hier eingeblendet werden. Und ansonsten sind wir wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Ciao, ciao. Lasst dann auch.